und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und auf dem Weg zum Feld vom Herrn Diesel. Da müssen wir ein bisschen Weizen ernten. Gut ist, dass die Sämaschine wieder repariert ist und genauso hier der Drescher und das Schneidwerk. Das war wichtig, sonst hätten wir ein kleines Problem gehabt bei einer Kontrolle. Ich muss mal den Diesel nochmal anrufen. Oder. Ich brauche nämlich noch einen Anhänger am Feld. Fällt mir gerade ein. Zum Abfahren. Wo ist denn eigentlich das Feld? Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ah doch, da vorne kommt's. Das übernächste. Oder das nächste jetzt. Hier, das hier. So, dann dreschen wir mal den Weizen. Hier vom Feld. Zumindest das, was schon geht. Alles geht ja noch nicht. Und ich muss da mal gucken, ob der noch irgendwie, der hat ja gesagt, hat noch einen Case oder so, dass wir den von seinem Hof holen, damit wir hier dann einen Abfahrertraktor haben. Okay.
Ups. Vielleicht könnte man nächste Woche mal, gleich mal am Pfosten. Vielleicht können wir nächste Woche mal so eine kleine Einweihungsparty machen. So ein kleines Fest für die Agrargenossenschaft. Also wir haben ja so ein bisschen Steak und Wurst, hätten wir ja auch schon vorrätig. Also eigentlich könnten wir das machen. Haben wir nächste Woche Samstag oder so? Oder Sonntag? Könnte man so eine Party machen. Ist halt ein bisschen schwierig hier bei diesem Feld. Da wirklich ordentlich zu arbeiten, ohne zu viel kaputt zu machen. Aber bis jetzt funktioniert's. Na. Gerade sage ich, es funktioniert und dann fahre ich ins Feld rein. Weiter geht's. Sorry, Leute. So, wie weit ist denn eigentlich das Feld? Ja, das ist eigentlich bald mal so weit, dass es voll fertig wird. Eigentlich. Oh, er hat mitgedacht. Er kommt da hinten an mit meiner Länge. Das ist sehr aufmerksam, das ist gut. Volker. Ja. Anhänger steht am Feld. Jo. Björn sagt, du sollst dich melden, wenn er den Hänger holen soll. Wann weil er den Anhänger holen soll? Ja, weil du sagtest ja, es ist noch nicht so nötig. Nicht so dringend. Doch.
Ja, okay, doch. Ich rufe ihn an. Alles klar, soll ich, ich muss sowieso zum Björn wegen meinem Frontlader und allem. Ja, dann nimm doch den Hänger direkt mitnehmen. Ja, dann nimm doch den Joskin mit. Alles klar. Gut. Gut. Bis dann. Bis dann. Da hat er mich nicht richtig verstanden gehabt, glaube ich. Irgendwie haben wir da aneinander vorbeigeschwätzt. Aber gut, er hat jetzt hier den Anhänger. Ja, ist natürlich doof, wo er den hingestellt hat, aber naja. Hätte er mir direkt hier hinten hinstellen können. Weil da ist jetzt der Haupteinsatz. Der Rest vom Feld, der ist, braucht ja noch ein bisschen. Aber nun ja. Es läuft auf jeden Fall. Und ich denke, je weiter oder je häufiger wir zusammenarbeiten in der Genossenschaft, desto klarer wird es auch, wer wo seine Stärken hat und wer was gut kann und wer was nicht so gut oder wo was bei wem schnell läuft oder was bei wem nicht so schnell läuft. Das ist jetzt natürlich wieder sehr gut. Also mir die Hälfte links und rechts stehen lassen. So. Gut. Ich schaue jetzt gerade noch mal in den Metzger rein, wie viel der denn jetzt produziert hat. Der produziert sogar immer noch. Der hat jetzt 6 Paletten Würstchen. Ja, und nicht ganz. Und ein Haufen Leder, ey. Kann ich das Leder eigentlich verkaufen?
6 Palettenwürstchen. 4 mal 6 sind 12.000 Euro. Bisschen mehr würde ich kriegen. Wo ist denn das Leder? Ich glaube, das kann ich gar nicht verkaufen. Nee. Nee, leider nicht. Leider nicht. Naja, so ist es halt. Aber liebe Leute, wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like, Abo oder einen Kommentar da lasst. Am liebsten alles, und wenn ihr Bock habt, das Projekt weiterzuschauen, dann schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüssikowski.